Korax. Das Besuch im Rabenkeller von Vincent Raven. Der Magier ist bekannt für seine Experimente mit Raben. Blick.ch wagt den Selbstversuch. Also wir versuchen jetzt ein kleines Experiment, also mit einer Bildübertragung. Experiment heisst immer, Experiment, das kann funktionieren, muss nicht. Das ist so ein Würfel mit einer Symbolik, die sie kennt. Also das sind Lebenssymbol, Lebensschlüssel, Lebensbaum, Pentagramm. Versuch mal, das musst du aber wirklich bildlich ganz gut machen. Irgendwie zu entscheiden für ein Symbol und dann tust du es einfach so abdecken. Am besten drehst du dich ab, dass es sie nicht sehen und ich nicht sehen kann. Ist gut. Also probier einfach mal, was du willst. Du musst dir das aber bildlich vorstellen, wirklich. Richtig bildlich vorstellen. Ist das Herzli? Also das Herzli ist es nicht. Also Korax, versuch. Also, aber bildlich, wirklich bildlich. Nach Barflüstereien und Wagenversuch ist die Lösung parat. Dann haben wir die Kerzen, dann haben wir das Pentagramm. Pentagramm. Oh, bist du sicher? Also das Pentagramm. Er hat es herausgefunden. Wie er das genau geschafft hat, weiss ich jetzt auch nicht so genau, aber mit dem Vogel zusammen hat er es geschafft und es ist das richtige Symbol gewesen und ja, spannend. Ich rede schon mit ihnen so verbal, hallo und so, aber das müsste im Prinzip gar nicht sein. Das geht hier von innen raus. Das ist eine Verbindung, eine Energie, die man freigibt, die man ohne Energie empfangen kann und langsam verstehen. So nenne ich das Reden, das ist auch telepathisch über, so, über Bilder, die sie mitteilen. Und das ist wie ein Puzzle, das man dann ein bisschen zusammenstellen muss. Fakt ist, wir haben das Experiment dreimal gemacht, zweimal ist die richtige Antwort gefallen. Weitere Experimente macht Vincent Raven mit seinen Raben auf seiner Tournee. Die startet am 10. April in Bern.